Hallo Pferdeleute, letzte Woche habe ich euch ja gezeigt, wie man die Mini-Zirkel aufbauen kann, indem man die Hinterhand wegschiebt. Das kann man dann nachher noch erweitern, indem man für die Pferde quasi Muster entwickelt. Und das Muster ist natürlich einerseits ein Kreis, aber andererseits orientiert sich der Kreis an diesen Pylonen hier. Ich kann die zum Beispiel in den anderen Pylonen. Wenn der gar nicht so nett wäre, wird man die große Pylone gegen eine kleine austauschen, damit ich mit dem Seil nicht hängen bleibe. Jetzt kann ich das Pferd auch mal rausschicken. Macht quasi ein Slalom. Und das Pferd kriegt halt den Eindruck davon, dass es immer an den Pylonen entlang geht. Jetzt geht es innen vorbei, dann kann er gar nicht gut austauschen. Und ich hoffe dann auch, dass das Pferd mal Fragen stellt. Fragen stellen, wer der Kopf kommt nach innen. Jetzt zum Beispiel. Und dann denkt das Pferd wirklich nach innen hin und sagt immer, kann ich bitte reinkommen? Da innen bei dir ist es so nett. Das kann man verbessern, indem man entweder Leckerlis gibt oder streichelt. Oder nicht alle Pferde mögen das Streicheln. Manche mögen es auch, wenn man einfach neutral ist. Es soll halt das sein, was zum Pferd passt. Also wir haben jetzt. Das kann man im Grunde genommen, bevor man, wenn man das noch nicht kann, mit diesen Kreisen, wo ich innen stehe, kann man das auch aufbauen, indem man das Pferd einfach führt. Ich jetzt sagen, guck mal, der Trampelpfad geht immer hier entlang. Da kann man ruhig in diesem Führen, ruhig mal 4, 5, 6, 7 Runden in eine Richtung führen. Damit wir überhaupt diese Idee kriegen, es soll hier entlang gehen. Aber wir mit unserem Pferd hier sind natürlich schon so weit, dass ich das dirigieren kann, dass ich nicht mehr spazieren gehen muss. Weil das habe ich halt vor Jahren, Monaten schon gemacht. Und erkläre ja jetzt was Neues. Und zwar hier drinnen ist die kleine Kreisstraße. Und auf der kleinen Kreisstraße ist Zone 30. Ich frage mich, darf ich reinkommen? Diesmal sage ich mal nein. Ich muss nicht immer ja sagen. Okay, ich sage jetzt nochmal ja. Sie noch mal kurz kommen. Sie soll ja nach innen denken, das ist total wichtig dabei. Und die kleine Kreisstraße hat sie soweit verstanden. Ich habe ja gerade den Slalom geübt und kann halt die nach außen schicken mit meinem Stick, der wie ein Skistock dann gehalten wird. Dann greife ich um so einen Tennisschläger und schicke ihn in Trab. Und der Trab bedeutet quasi Autobahn. Außen drumherum gehe ich immer in Trab. Auf den Popo, wir kommen in den Bereich, wo Schritt ist, Zone 30. Sie fragt, ob sie zu mir kommen kann. Ich hätte natürlich jetzt auch noch mal ein, zwei Runden im Schritt machen können, aber zur Demonstration ist das schon so ganz gut. Und es ist halt auch wichtig, dass es sich für sie lohnt, Fragen zu stellen. Die Frage, darf ich zu dir kommen? Weil die Pferde, die hauen nach außen ab, weil die hier nicht sein wollen. Also müssen wir die Pferde erstmal dazu bringen, dass sie genau hier sein wollen, wo wir sind. Und dann gehen die auf kleine Kreise oder bleiben bei uns. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.